Herzlich willkommen zurück, liebe Zuschauer und Burgbewohner, hier mit eurem Tastenhauer in Hearts of Iron 4 mit Japan im Rollenspiel. Ja, wir sind immer noch dabei, hier die südostasiatische Expansion zu Ende zu bringen gegen Niederländisch-Indien und gegen, ich musste gerade überlegen, ist es Niederländisch-Indien? Aber ja, es heißt wirklich so. Und Britisch-Malaya. Die Invasion von Singapur ist jetzt gestartet und gleichzeitig versuchen wir hier immer noch im tiefsten fernöstlichen Norden gegenüber der Roten Armee Erfolge zu erringen und da sieht es auch ziemlich gut aus. Der Gegner wird hier gerade breit zurückgeschlagen in diesem Zentralbereich und dann können wir möglicherweise weitere Divisionen einkesseln. Hier drüben sieht es nicht ganz so gut aus. Hier kommt ein großer Angriff unter anderem von leichten Panzern unterstützt und da werde ich jetzt hier Einheiten aus den Nachbarbereichen reinziehen, um die Verteidigung zu verstärken. Ähnliches werde ich hier machen. Da werden insgesamt zwei Einheiten hier oben reingehen, eine hier rein, sodass auch da die Verteidigung ein bisschen gestärkt wird. Das kann man ja ad hoc ein bisschen machen. Dann hatte ich noch gesehen, wir hatten hier irgendwie noch 20 Marinebomber übrig, von trägerbasierter Art, aber die stehen hier im Flugfeld rum und können eigentlich ein bisschen hier ins südchinesische Meer ausfliegen und hier vielleicht ein bisschen bei möglichen Schlachten helfen, falls hier nochmal welche auftauchen sollten. Gegen britische Schiffe beispielsweise. Gut, und dann gibt es noch die eine Division, die fährt hier gerade raus, um dem Feind hier in den Rücken zu fallen. Dann hat er nämlich keine Versorgung mehr und wir können die vier Divisionen auch ganz einfach besiegen. Ja, ansonsten kollabieren wir jetzt hier diese gesamte Front. Das ist bei der nicht vorhandenen Versorgung des Gegners jetzt nicht mehr allzu schwer. Und wir erobern jetzt hier Singapur im Rücken des Feindes, der glaube ich gar nicht damit rechnet aktuell, der sich hier immer noch abmüht gegen die siamesische Front und jetzt eine böse Überraschung erleben wird. Schauen wir mal, es geht erstmal weiter. Lass mal ein bisschen Zeit laufen. Diesmal wollen wir ein bisschen was schaffen hier in dieser Folge. So, der Gegner hier wurde besiegt und wir haben geistige Mobilisierung abgeschlossen. So, jetzt können wir hier auch tatsächlich eine Einheit schon mal hier hochschicken. Und wir können mal gucken, was wir als nächstes als Schwerpunkt auswählen wollen. Da hatte ich, glaube ich, schon was zu gesagt, ne? Das muss ich jetzt mal kurz nachschlagen, was ich da genau vorhatte. Ich weiß es gerade selber nicht mehr, was da das Wichtigste für mich war. Kurzen Moment bitte, das haben wir sofort. Peinlich, peinlich. Was ist das hier für eine Notiz? Nee, das ist CK3. Hier. Wehrpflichtabstimmung, ja, da bin ich drauf eingegangen damals. Manpower. Das hier nicht irgendwo aufgeschrieben? Ich dachte, es wäre der Fall, aber offenbar, ich will jetzt hier eure Zeit auch nicht verschwenden. Offenbar habe ich das nicht aufgeschrieben, oder was? Ja, ja, schön, 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 aber wo steht hier? Oh, muss ich jetzt selber mir überlegen, was wir am besten machen dann. Also, ich meine, klar, wir können jetzt hier die Philippinen umgehen, das wollten wir eh machen. Dann bekommen wir das hier gleich freigeschaltet. Kohleverflüssigung wäre eigentlich aber auch eine wichtige Sache. Kriegergeist, Kamikaze-Angriff finde ich jetzt ist irgendwie noch nicht so unser Thema. Das kommt vielleicht später noch. Dann hätten wir die Longlance-Torpedos. Die wären natürlich auch super wichtig in Zukunft. Torpedo-Schutzschirmdurchdringung plus 20% für alle Schiffe, die Torpedos abfeuern können und alle U-Boote. Und auch alle Flieger, by the way, die Torpedos abfeuern. Das wäre schon nicht unwichtig, ne? Ja, im Übrigen haben wir jetzt ja durch geistige Mobilisierung auch mehr rekrutierbare Bevölkerung. Das heißt also, wir bekommen jetzt wieder ein bisschen Mannstärke sogar dazu, ne? Wir sind jetzt bei knapp 700.000. Das geht aber noch. Tja, Longlance-Torpedos oder gehen wir hier gleich auf die Kohleverflüssigung. Das wäre in Zukunft auch sehr wichtig, dass wir mehr aus der vorhandenen Kohle auch machen. Ja, ich glaube, das ist mir hier tatsächlich sogar noch ein Stück wichtiger, oder? Ist halt die Frage, Strategie gegen
mittelfristige Strategie, ne? Ich glaube, wir machen erst die Longlance-Torpedos. Die stehen eigentlich lange aus. Die müssten wir eigentlich auch schon lange haben. Mal gucken. Okay. Gut, dann machen wir jetzt weiter. Das hat gut funktioniert hier oben. Das sieht nach wie vor schön aus. Den Angriff hier sollten wir eigentlich locker schaffen gegen einen geschwächten Gegner hier. Auch das sollten wir locker schaffen gegen einen geschwächten Gegner. Also das sieht alles richtig super aus. Und alles Weitere ist jetzt nur noch eine Frage der Geduld. Und vor allen Dingen auch eine Frage der Zeit. So, ich denke, wir unterstützen mal hier den Angriff, dass das schneller geht. Genau. Die werden jetzt angegriffen sogar. Aber haben natürlich keinerlei Chance auf Erfolg. Weil sie hier absolut keine Angriffsstärken haben, die ihnen irgendwas bringen. Also das hat keine Aussicht auf Erfolg und sie werden sich bald auch umschauen. Wenn unsere Truppe dann hier im Hafen bei den kleinen Sunderinseln im Rückraum landen. So, hier wird immer noch fleißig angegriffen. Das finde ich gut, dann sind die so lange beschäftigt. So, jetzt müssen wir hier nochmal einen Angriff vollziehen. Der ist aber super schnell erledigt. Die werden sogar in den Kessel reinflüchten. Das ist super. Tja, ich glaube, die Verlegungseinheiten, das sind jetzt die, die sind einfach hier oben lang marschiert. Das ist natürlich schade. Ich hätte mir gewünscht, dass die gleich hier gefangen genommen werden, aber das wird leider nicht gehen. Dafür ist hier oben eine Provinz gerade mal frei. Oh, da marschiere ich natürlich gleich rein, aber sicherlich. Aber ganz, ganz sicherlich. Vielleicht kriegen wir hier sogar... Vielleicht bekommen wir hier sogar eine Kesselung auch noch hier im Osten hin. Das wäre ja super. Das würde dem Gegner nochmal richtig wehtun. Ich glaube, der kriegt das noch gar nicht so mit, was hier gerade vor sich geht. Er merkt nur, oh, die sind ja auf einmal schon hier. Wir müssen natürlich beide Provinzen hier noch einnehmen, um das zu schließen, hier das Ding. Aber ich glaube, das könnte uns gelingen. Wobei die das hier wahrscheinlich weniger können. Da marschiert auch schon wieder einer in 2 Stunden rein. Dann ist das erstmal blockiert. Na gut, wir schauen mal, wie es hier weitergeht. Aber der Ansatz ist schon mal, glaube ich, der richtige und auch ein guter. So, die Gegner besiegen wir hier auch. Da haben wir auch jetzt 2 Einheiten stehen. Die können meinetwegen hier und hier schon mal reinmarschieren. Und ihr könntet schon mal hier an der Küste entlang marschieren. Genau. Und die beiden Einheiten, die werden dann mit nach Singapur verschifft, sobald hier die Invasion erfolgreich war. Ich bin mal gespannt, wie die läuft. Aber ich stelle mir vor, dass das hier beste Aussichten hat. Okay. So, wo sind unsere Truppen? Sind die schon irgendwo hier weiter? Oh, toll. 2 Seeprovinzen. Das dauert ja ewig hier. Ja, die sind lange unterwegs auf dem Schiff. So, die beiden sind schon bereit weiter zu marschieren, nehmen auch direkt die Verfolgung hier auf, also schreiten direkt weiter vor, das ist gut. Dann hat der Gegner nämlich keine Chance, sich hier zu erholen. Der marschiert sogar wieder raus, das ist super, soll er ruhig tun, gerne doch. Oh ja, der marschiert schon wieder hier oben hin. Wo dann? 20 Stunden im nächsten Zielort, nach da drüben, aber da wird er sofort von unseren Einheiten besiegt. Also der Gegner kommt, glaube ich, hier nicht mehr raus. Könnte gut klappen. Und hoffentlich klappt auch hier was im Osten, denn da hat der Gegner jetzt nicht mehr viel stehen. Guck doch mal, hier ist überhaupt keiner mehr drin. Da wären wir doch wohl dumm, wenn wir jetzt nicht hier einfach Einheiten reinstellen. Na klar, marschiert da rein, natürlich. Nutzen wir sofort aus, diese Lücken hier. Dann würde ich auch schon mal vorschlagen, dass wir hier diese Frontbreite mal reduzieren. Welche Einheiten sind denn das? Das sind diese hier, ne? Bearbeiten wir das doch mal. Dann können wir nämlich hier das reduzieren. Dann können die hier sofort hier rüber. Beziehungsweise sie verteilen sich ja gleich von selbst neu. So, jetzt gibt es einen Speicherstand. Dann gucken wir mal, wie die sich hier genau neu verteilen.
Ja, die marschieren jetzt irgendwie hier 1000 Kilometer. Das ist immer ein bisschen schwachsinnig. Aber der Befehl hier, der wird nicht überschrieben. Der bleibt. Das ist gut. Oh ja, da können wir hier vielleicht doch noch eine schnelle Einkesselung vornehmen von mehreren Einheiten. Das werden so kleine Minikessel vielleicht sogar werden hier. Juicy, sage ich dazu nur. Das sieht gut aus. So, die haben sich hier immer noch verkappt in ihren Gegenangriffen und stellen gleich fest, dass sie eingekesselt sind. Die sind schon eingekesselt. Da können wir jetzt ganz kurz einen Prozess mitmachen. Ja, das ist doch super. Dann haben wir die schon mal besiegt. Und dann können wir mit denen eigentlich auch schon weiter hier an der Küste vorrücken, würde ich sagen. Super. Das sieht doch wunderbar aus. Und in Singapur sollte die Invasion gleich starten. Da sind zwei Einheiten nur noch drin. Das ist nicht mehr viel. Da hat sich der Feind, glaube ich, ein bisschen verkalkuliert hier, indem er hier so breite Parallelfronten hier an der Flanke aufgemacht hat. Das ist doch wunderbar. So, haben unsere Flugzeuge noch keinen Befehl? Doch. Nee, haben sie nicht. Das ist natürlich doof. Dann würde ich doch mal sagen, alle Jäger- und Bodenangriffseinheiten, ich muss jetzt genau aufpassen, wen ich hier auswähle, die noch nicht hier irgendwo einen Meeresbombardierungsauftrag haben, die bekommen Auftrag, Gott, sind das viele. Wir haben ja auch hier schon ein neues Fliegerass, das müsste ich eigentlich mal umbenennen. Muss ich bis zum nächsten Mal unbedingt dran denken. So, die sollen jetzt hier wieder Malaysia machen, also in Malaysia eingesetzt werden. Sehr gut. Dann werden die nämlich hier die Invasion auch bestmöglich unterstützen können. Wunderbar. So, zwei Divisionen wieder ausgelöscht vom Feind. Sehr gut. Und hier drüben sind wir gelandet. Und ich habe jetzt auch keine Befürchtung, dass hier ein Feind nochmal irgendwie anlandet oder so. Ich glaube, der Gegner hat hier Besseres zu tun. Wir marschieren hier sofort hin. Der Gegner hat jetzt hier sein blaues Wunder vor sich. Mit seinen vier Divisionen, die dort noch stehen. Also ist jetzt alles keine wirklich große Gefährdung mehr. Hier werde ich schon mal die Einheiten schon mal reinbefehlen, dass die hier alles nach und nach erobern können. Dann schauen wir mal. So, hier geht's jetzt los mit der Invasion. Vier Einheiten greifen hier direkt Singapur an. Das wird natürlich ein bisschen dauern, aber sieht erstmal gut aus. Und die anderen vier werden gleich hier direkt in die freie Provinz einmarschieren können. Super. Können dann von dort aus Unterstützung leisten. So, hier oben haben sie den Gegner wieder besiegt. Das ist also kein Thema. Hier wird auch vorgerückt. Das ist alles super gut gelaufen bislang. Und die Feinde werden jetzt hier nach und nach im Boden verlieren. Das ist doch schön. So, die müssten dann irgendwann ankommen. Das dauert leider sehr, sehr lang. Ich gucke in der Zwischenzeit aber mal lieber, was hier so los ist. Ja, jetzt wird hier schnellstens verlegt. 2 Stunden. Das heißt, wir greifen direkt an, aber das ist gut. Der hat keine Organisation großartig. Der wird sofort besiegt. Damit können sie hier unten nämlich jetzt nicht verstärken. Super. Das ist gut. Da haben wir nämlich schon verhindert, dass der Gegner sich hier zügig in Singapur noch verstärken kann. War eine gute Idee, hier beide Provinzen zu nehmen im Angriff. So, und jetzt sind die drin. Jetzt habe ich den Dings rausgelöscht, den Invasionsbefehl. Das wollte ich nicht. Ich hoffe, der wird jetzt nicht abgebrochen. Wir werden jetzt auf jeden Fall hier mit reingehen. Das war jetzt ein Missklick. Den wollte ich nicht machen. Ich hoffe, die bleiben drin. Ich glaube aber ja. Ich meine, die bleiben jetzt drin. Oh Gott, das wäre sonst echt schrecklich. Wenn das nicht so gelungen wäre. Ja, die haben hier einen Angriffsbefehl, den ziehen die jetzt auch durch. Super. Ja, sieht ja gut aus. Der muss schon mal weg. Und die sind jetzt hier völlig unterlegen. Versuchen sich elastisch zu verteidigen, aber das wird nicht reichen auf Dauer. Und dann können wir... Genau, hier ist ein Gegenangriff. Da können sie sich jetzt auch nicht mehr zurückziehen. Wunderbar. Das klappt genauso, wie ich mir das vorstelle. Naja, und die Geschichte hier hat sich jetzt eigentlich auch schon fast erledigt. Ich denke, da können wir jetzt hier auch gleich einige Einheiten nach Palembang verlegen und von dort auch dann eher Richtung Singapur etc. rausverlegen lassen. Ja, und die warten jetzt, bis Singapur erobert ist und dann werden die direkt da rein verschifft. Super. Ah, guck mal, der marschiert sogar schon zurück. Die haben den Braten gerochen. Mal gucken, wie weit ich dann komme.
Wir werden es sehen. Das muss ich jetzt ein bisschen beachten hier. Ziemlich viele Aufgaben auf einmal. Okay, wir kriegen das aber hin. So, unsere Einheiten sind hier da. Da würde ich sagen, wir greifen jetzt hier direkt an. Wir unterstützen hiermit und wir unterstützen hiermit. Und dann müssten wir hier eigentlich den Kessel geschlossen bekommen. Der bleibt hier. Hier könnten wir aber eigentlich auch schon mal angreifen, unterstützen und mit denen ebenfalls angreifen. Das sollte auch eigentlich klappen. Die marschieren schon, die werden einen Gegenangriff abwehren. Ja, die gehen raus, die sind hier drin, die gehen da rein, das passt auch alles. Die ziehen hier schon mal rein. Oh, das sieht doch jetzt sehr gut aus. Ja, das sollten wir locker schaffen hier. 170 gegen 28 Breite, 120 gegen 20 Breite von einer schwach organisierten Einheit. Das sieht gut aus. Also die Sowjetunion hat hier viel zu wenig Truppen. Muss sich hier sofort geschlagen geben. Wunderbar. Da können sie jetzt abziehen, was sie wollen. 4 Tage und 5 Stunden dauert dann viel zu lange. Und dann sind sie bald von der Versorgung auch endgültig abgeschnitten. Die werden sowieso besiegt. Perfekt. So wünsche ich mir das auch. Wunderbar. So, was macht die Marine hier? Unsere 4 U-Boote. Da ist noch ein J3-U-Boot dabei. Das wollte ich nämlich noch rauspacken. Das soll jetzt lieber, ich würde sagen, tatsächlich hier zur ersten Flotte mit zur Aufklärung beitragen. Da haben wir eigentlich noch gar keine Aufklärungsflotte, aber wir könnten sie gut gebrauchen, da die hier überall Einsätze fahren sollen. Da ist das U-Boot hier eine... Nein! Ah, habe ich wieder verklickt. Er ist jetzt hier reingegangen. Das wollte ich nicht. Mann, ich hasse dieses Spiel. Immer diese blöden Missklicks durch diese viel zu kleinen Symbole. Ich hasse es. Naja, da müssen wir halt warten, bis der jetzt da drin ist, dieses doofe U-Boot. Wird nicht anders gehen. Hier gibt es einen Gegenangriff. Das habe ich mir aber fast gedacht. Sollte trotzdem machbar sein, das zu verteidigen, bis wir hier durchgedrungen sind. Wird aber schwer für alle Beteiligten. Aber dafür haben wir jetzt hier eine große Überlegenheit. Und die Flugzeuge helfen uns jetzt hier auch, zumindest einige. Schauen wir mal, ob das reicht. Ich hoffe ja. Aber es müsste eigentlich ausreichend sein, was wir hier noch haben. So, eigentlich könnte eine Einheit hier dann auch mal dieses ganze Gedöns hier noch nachträglich erobern. Denn das müssen wir irgendwann sowieso machen. So, die Panzereinheit gibt ihren Angriff hier gleich auf. Das war natürlich irgendwie zu erwarten. Wann kommen die nochmal an? Das war 13 Stunden. Ach, die verlegen jetzt wieder strategisch. Ja, dann müssen wir die leider auch noch besiegen. Dann können die aus dem Kessel sogar noch fliehen, ne? Naja, sind halt statt 7 noch 6 Einheiten, aber trotzdem noch viel. So. Ja, dann würde ich sagen, die können schon mal weiter marschieren. Er marschiert hier rein. Warum denn nicht? Der darf auch mit weiterziehen. Machen wir hier gleich die beiden Divisionen nass, wenn die hier eingekesselt wurden von beiden Seiten. Wunderbar. Ja, also an uns liegt es nicht, wenn das Deutsche Reich hier verliert. Ich meine, Königsberg ist noch nicht gefallen, Lemberg auch immer noch nicht. Ja, aber irgendwann könnte es soweit sein und dann wird es richtig kritisch hier. Ach du liebe Zeit! Die Briten sind gelandet in der Bretagne. Nein. Und sie landen auch in Nordfrankreich. Ach du liebe Zeit, jetzt geht's ja hier völlig Kraut und Rüben. Ja, gut, dass wir hier unten jetzt in Bordeaux anlanden wollen. Jetzt wissen wir auch, warum es hier zu einer Schlacht gekommen ist. Und die Italiener versuchen sofort zurückzuerobern. Hoffentlich gelingt ihnen das. Das wäre sonst eine Vollkatastrophe. Ach du liebe Zeit, was für ein Schrecken hier. So, und wir kommen schon hier nicht mehr weiter, aber der Gegner ist auch ohne große Organisation hier. Möglicherweise kriegen wir sie hier zurückgeschlagen. Schauen wir mal, das wäre ein guter Erfolg. Das wäre auch sehr, sehr wichtig. Schade, dass wir es nicht mehr über die See geschafft haben, aber so ist das nun mal. Da können wir jetzt leider auch nichts dran ändern. So, der greift uns hier ohne Nachschub an. Das ist natürlich nett, aber irgendwie auch lächerlich. Die marschieren noch in 6 Tagen. Also bis dahin bin ich hier locker flockig überall durchmarschiert mit denen.
Da brauche ich mir auch um Einkesselung keine Sorgen mehr machen. So, jetzt wird hier nicht mehr unterstützt. Aber der Gegner hat seinen Gegenangriff aufgegeben. Also können wir hier wieder in den Angriff mit reingehen. Dann sollte sich das hier wieder schnell machen lassen. Der Gegner ist jetzt ja auch schon runtergekämpft. Seine Truppen können nicht zurückkommen. Ja, theoretisch könnte jetzt hier die erste Einheit rübergehen, aber bis dahin wird er hier verloren haben. Perfekt, und dann ist Singapur unsers. Das hat gut funktioniert. Bin stolz auf unsere Truppen. So, wir haben tatsächlich gewonnen. Und jetzt haben wir hier einen Gegenangriff sogar auf uns. Den sollten wir aber locker schaffen und dann im Anschluss auch die anderen wieder vertreiben. Das klappt auch wunderbar. Es gelingt hier alles momentan. Ich hoffe, ich bin nicht zu übermütig. So, die wurden beide vertrieben. Tja, und die anderen sechs stehen jetzt hier kurz vor der eigenen Vernichtung. Wir könnten jetzt eigentlich mal hierhin. 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 Und hierhin. Und mal gucken, ob wir die beiden schon besiegt bekommen. Leider sind hier zwei Flüsse zwischen. Dann würden die nämlich nicht mehr rechtzeitig sich hier zurückziehen können, weil bis dahin müsste ich das innerhalb der nächsten 13 Stunden schon erobert haben. Oder brechen die so früh zusammen? Ne, ich glaube nicht. Sie halten noch lang genug durch. Sehr schön. Dann sind sie schon eingekesselt. Perfekt. Ah, wunderbar. Da können wir hier gleich mit in den Angriff gehen, das Ganze sogar noch beschleunigen. Oh, ist das schön. Das freut mich tierisch. Hier wird nochmal ein Gegenangriff gestartet, aber der ist natürlich nicht erfolgsversprechend. Da geht es nur um Zeit, die hier erkauft werden soll. Ja, russisch Fernost ist für die Sowjetunion eine Vollkatastrophe gewesen bislang. Viele Einheiten verloren, ihren wichtigsten Hafen hier verloren in Vladivostok und nur Verluste gehabt. Eine sehr teure Angelegenheit auf jeden Fall für sie. So, Gegenangriff und Angriff gleichzeitig, aber das sollten wir hinkriegen. Und hier haben wir gleich Singapur erobert. Ja, Singapur ist erobert. Und damit hat British Malaya jetzt auch endgültig kapituliert. Wunderbar. Fraya Pahon hat bekannt gegeben, dass die feigische malaysische Nation dem Druck der überwältigenden Präsenz siamesischer Truppen im ganzen Land nicht mehr standhalten konnte. Die Japaner werden natürlich nicht genannt. Immerhin, wir haben 14 Artillerie. Einige Waffen und Ausrüstung haben wir hier in Beschlag genommen. Klasse. Das müsste hier aber gleich mehr Unterstützung sein, mehr Ausrüstung, die wir hier lagern können, also mehr Nachschub können wir hier kriegen. Da würde ich sagen, wir lassen hier schon mal unsere beiden Profi-Divisionen mit hinziehen. Tja, und dann ist das Ding hier eigentlich für den Gegner erledigt. Was hat der hier noch für Reserven? Ich glaube nicht mehr viel. Hier steht 105, aber das kann eigentlich nur von uns sein, oder? Nee, Kuala Lumpur gehört ihm. Warum kriegt er hier 98 noch rein? Man weiß es nicht. Ja, Kuala Lumpur müsste natürlich noch besiegt werden. Das haben sie jetzt hier nicht geschafft. Aber ich denke, das kriegen wir jetzt hier hin mit unseren Unterstützungen. Wunderbar. Das sieht doch gut aus. 9. September. Und jetzt wird hier dieser kleine Kessel, na, so klein ist der gar nicht, nochmal zugemacht, zugedrückt. Und dann hat die Rote Armee wieder verloren. Die versucht sich jetzt nochmal zu wehren. Greift hier an gegen eine schwach aufgestellte Einheit, die das aber schaffen müsste. Und Irland hat sich Luxemburg als unser Feind im rumänisch-luxemburgischen Krieg angeschlossen. Also Irland jetzt auch noch im Krieg mit dabei. Oh meine Güte. Dafür haben die Briten hier kläglich verloren. Sind aber hier bei Dieppe erfolgreich gelandet. Also jetzt wird's hier richtig heiß. Ah, die Briten und ihre Landungen immer. Oje, oje. Und die Russen rücken trotzdem noch weiter vor, wenn auch langsam. Meine Güte, wo sind unsere Einheiten hier immer noch vor Nordafrika? Beschleunigen können wir sie leider nicht. So, wir können aber hier jetzt einmal vorrücken. Oh, hier wird sogar angegriffen. Das ist ja mutig. Ich würde sagen, dann kommen wir hier mal zu Hilfe. Schmeißen die hier schon mal raus währenddessen. Das können wir ja machen. Die anderen sind auf dem Weg. Die bleiben hier nochmal drin stehen. Wobei, die könnten auch... Ja, ich lasse sie erstmal in Batavia hier.
Ich glaube, Makassar, da kümmern wir uns später drum. Obwohl das natürlich auch noch sehr wichtig ist. So, die sollten hier bald besiegt sein. Genau, das geht ruckzuck. Das kostet uns auch kaum Anstrengung. Und vor allen Dingen haben die hier schon wieder... Die haben 7 Versorgung. Ach Leute, also manchmal ist dieses System echt komisch. Woher haben die denn da Versorgung? Verstehe ich wirklich nicht. Dafür haben wir jetzt hier eine korrekte Berechnung. Der Gegner hat aber auch hier noch 22 Einkommen. Na gut, ein bisschen was kommt natürlich über Kuala Lumpur rein. Aber das wird jetzt schon zu wenig für alle Truppen sein, gehe ich mal von aus. Also das sollten wir jetzt eigentlich locker schaffen können. So, der ist hier unterwegs. Der kann sich hier erstmal ein bisschen erholen. So, und hier im Norden. Ja, da wird der Kampf doch recht... nicht so lange aushaltbar sein, aber der Gegner hat hier schon Nachschubprobleme. Die Panzerdivision hat hier schon echt schwache Werte. Das sollte also eigentlich hier kein so riesiges Problem mehr sein. So, und ich denke, wir können hier auch wieder mal ein bisschen die Dings anpassen. Kann ich das nicht? Doch, kann ich. Wollte ich gerade sagen, denn da brauchen wir jetzt hier keine Verteidigungslinie. Und auch diese Verteidigungslinie ist jetzt auch total crampy irgendwie. Es ist irgendwie dösig. Das soll so sein und das soll so sein, so wie vorher auch eigentlich. 6 Divisionen, Armee 7. Was ist das denn jetzt schon wieder hier für ein Ding? Gar nichts, bitte. Ach, die gehörten hier noch zu, ne? Zu der Armee hier. Ja, jetzt sind die nicht alle hier an der... Oh, jetzt sind die nicht alle richtig an der Front sortiert. Ja, dann bitte einmal alle wieder hier hinzufügen. So, dann sind es 24. Also das ist echt blöde, dieses automatisierte System. Aber es hilft einem ein bisschen hier, dass man nicht alles micromanagen muss. Das ist schon ein Vorteil. So, ja, dann... Würde ich sagen, wir unterstützen hier die Verteidigung mal vorsichtshalber. Wenn der Gegner das hier einnehmen will, das nützt ihm ja eigentlich nichts. Soll er das eben tun? Die rücken hier vor. Die sind schon vorgerückt. Auch das ist super. Dann haben wir die gleich auch eingekesselt. Oh, wunderbar. So, die Verteidigung hier wird jetzt auch erfolgreich geregelt. Trotz hoher Verluste. Aber der Feind hat eben auch hohe Verluste. Kommt nicht so voran, wie er das eigentlich wollen dürfte. Super. So. Dann schauen wir mal. Wir können jetzt auf jeden Fall... ja, mit denen werde ich jetzt hier nicht weiter angreifen. Die haben ihre Aufgabe, finde ich, erstmal vortrefflich erledigt. Wir warten jetzt hier erstmal auf die Angriffsdivision. Na, beziehungsweise man könnte schon ein bisschen... Warum denn eigentlich nicht? Lassen wir die doch schon mal weiter vorrücken hier. Dass wir die Gegner hier besiegen, dass die nicht die anderen Fronten noch verstärken können. Ich glaube, das ist jetzt hier durchaus eine wichtige Angelegenheit. So. Ja, hier ist es jetzt natürlich schwierig. Hier können wir jetzt nicht mehr so ohne weiteres vorrücken. Ich breche das mal ab, dass das nicht zu kostspielig wird. Das Problem ist, dass die hier immer noch 7 Unterstützung haben. Uff, da brauche ich wahrscheinlich doch nochmal Verstärkung, um davor zu rücken. Und ins Gebirge ist auch Mist. Ja, und die Ebene über dem Fluss ist halt auch richtig kack jetzt, ne? Ja, dann müssen wir vielleicht doch nochmal den hier einmal hier ranholen und hier mit reinstellen, dass der dann helfen kann. Gut, dann kriegen wir die leider noch nicht hier weg. Das ist ärgerlich. Das hatte ich mir besser vorgestellt, aber das ist nicht zu ändern. So, die versuchen hier immer noch wie wild anzugreifen, aber die haben natürlich jetzt hier ohne Ende Treibstoffknappheit. Das wird nichts. Die werden jetzt hier langsam zugrunde gehen in verzweifelten Gegenangriffen. Aber das macht uns hier natürlich nichts aus. So, 6 Divisionen stehen hier schon wieder, aber die beiden sind jetzt hier eingekesselt. Ich kann jetzt also hier auch schon mal sagen, ihr sollt alle hier nicht mehr rumstehen. Stattdessen greift ihr jetzt einfach hier völlig wild einmal an. Auch ihr greift mit an. Und dann können wir das hier noch ein bisschen anders aufstellen.
Also erstmal sind das keine 16, sondern 24 Divisionen. Die müssen also alle wieder hier drangestellt werden. Dann ist das wiederum okay. Und die anderen hier, das sind ja die aus der anderen Truppe. Die habe ich anders einsortiert. Moment. Das sind die hier. Die können dann nämlich sich hierhin verteilen. Dann haben wir das auch schon mal ein bisschen besser organisiert. Sind das überhaupt alle? Ne, sind nur noch 9 Divisionen, obwohl es eigentlich 14 sind. Also bitte alle wieder hier hinzufügen. Genau. Ja, auf sowas muss man halt immer achten. Immerhin, der Gegner versucht nochmal auszubrechen, hat aber hier keinen Nachschub mehr. Also das sollte jetzt... Ach so, die ganzen Angriffe werden natürlich jetzt alle nicht gemacht. Das war natürlich jetzt Käse. Also das solltet ihr eigentlich schon noch mit unterstützen, zumindest von hier aus. Naja, aber das sollte trotzdem gelingen. Wir sind hier stark überlegen. Der Gegner eingekesselt, also alles halb so wild, kein Problem. So, hier werden wir auch nochmal angegriffen. Auch das hat natürlich keine Chance mehr auf Erfolg. Ja. Bitte unterstützt aber hier nochmal, dass das auch wirklich was wird. Jawohl, okay. So. Dann haben wir hier nur noch 3 Divisionen. Die bewegen sich da noch hin. Die sind dort. Die können gerne schon mal wieder nach Palembang zurück. Ja. Die sind gleich auch da. Und man könnte jetzt wirklich weitermachen. Ohne große Probleme hier den Gegner weiter ins Landesinnere drücken, um ihn hier zu zerquetschen. Also machen wir das auch. Dann nehmen wir ihnen hier die Möglichkeit, überhaupt noch effektiv zu agieren. Singapur bleibt ja in unserer Hand. Super, das ist gut gelaufen. So, die können jetzt auch weiter vormarschieren. Der auch. Der haut den einfach aus dem Gebirge raus. Das ist egal. Der kann dann hier schon mal reingehen. Perfekto. Ja, und hier müssen wir noch auf die Einheit warten, bevor es hier drüben weitergehen kann. Bisschen blöde, dass wir jetzt hier nicht weitergekommen sind. Aber wie gesagt, nicht zu ändern. So, und ich denke, hier gehen wir jetzt in die Offensive und regeln das Ganze. Und zwar so, dass der Gegner hier keinerlei Chance mehr hat. Genau. Die sind so gut wie besiegt und haben kaum Verteidigungsmöglichkeiten. Das heißt, hier geht es jetzt wirklich nur noch darum, den Gegner zu vernichten. Immerhin, das waren jetzt irgendwie 6 oder 7 Divisionen, glaube ich. Immerhin, alle vernichtet. Perfekt. Wunderbar, da können wir hier schon mal von Armee 2 das wegziehen. Armee 2 kann jetzt hier ein bisschen diese Front entlasten, denn da sind ja so viele Einheiten drin. Auf so eine breite Länge, das können wir hier anders organisieren. Das ist diese hier. Dann machen wir das doch mal. Und zwar, die haben wie viel? 1, 2, 3, 4. Na, da reichen eigentlich auch schon 1, 2, 3. Nehmen wir die mal bis hierhin. Und diese hier, die bekommen jetzt hier ihre Frontlinie spendiert von da bis auch 3 bis hierhin. Huch! Was ist das denn für ein komisches Ding? Ach, das habe ich jetzt für alle gemacht. Nee, 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 auf gar keinen Fall. Oh, Moment. Die muss ich ja erst hier auspacken. Die waren es eigentlich, bei denen ich das machen wollte. Um Himmels Willen, jetzt hätte ich hier fast einen riesen Fehler gemacht. So, den kleinen Befehl, der reicht mir hier völlig aus. Okay. Gut. Ja. Das war wohl ein großer Erfolg gegenüber dem Gegner nochmal. Britisch-Malaya ist raus aus dem Krieg. Und die Sowjetunion, die hat jetzt hier stolze 1,21 Millionen verlorene Soldaten, Kriegsgefangene als auch Getötete. Und am meisten tatsächlich schon durch Japan verloren.
Also das ist schon eine Ansage. Allerdings muss man auch sagen, dass wir hier natürlich immer noch bis zu 400 Divisionen auf der Feindseite zu erwarten haben. Bei den Deutschen ist es schon eine Ecke weniger. Und deswegen sind aber auch die Verluste der Sowjets hier so wichtig im Osten, damit sie hier weiter unter Druck stehen. Und im Prinzip kriegen sie es ja hier noch nicht mal mehr hin, ihre Einheiten überhaupt aufzustellen. Also wir können eigentlich auch die 4 Einheiten noch kesseln problemlos. Das werden wir jetzt mal machen. Gut, und dann war es das erstmal auch wieder eine sehr lange Folge heute, aber wir haben auch einiges geschafft. Mal gucken, also hier sieht es immer noch nicht so gut aus und vor allen Dingen diese erneute Landung hier in Nordfrankreich, die macht mir doch Sorgen. Und die Landung hier ist immerhin abgewehrt worden und wir sind auch bald in Bordeaux und dann können wir auch endlich dort in Europa helfen. Das wird dringend notwendig, denn die Briten, die werfen nochmal alles hier rein. Gut. Schauen wir mal. Ich werde mir auch noch mal die Marine anschauen, ob wir jetzt vielleicht die U-Boote dann hier schon mal auf die lange... ich würde sagen, wir können sie schon mal auf die Konvoi-Reise schicken. Mal gucken, wie gut ihnen das mit 7 U-Booten gelingt. Das ist sicherlich keine Komplettabriegelungstaktik, aber zumindest, dass wir hier Australien unter Druck setzen, das finde ich schon äußerst, äußerst wichtig an dieser Stelle. Ich gucke mal gerade noch mal nach. Hatten wir jetzt hier irgendwo noch ein U-Boot fertig? Ach, das war in Reparatur, das andere, genau. Und das eine hier ist noch in Ausbildung. Das da ist fertig, das Kaidai 6 U-Boot. Das kann also auch schon mal hier rein. Perfekt. Okay, gut, liebe Leute, das wär's für heute. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Bis zur nächsten Folge. Macht's gut, euer Tastenor sagt ciao, ciao.